Die Vorfreude steigt. Wir sind hier in den Böhlerhallen. In den Böhlerhallen geht es in wenigen Tagen zur Sache. Endlich wieder Schuhe und Taschen live erleben, live sehen, Kollegen treffen, die Branche live erleben. Ja, und ich sitze hier mit Ulrike Kähler, der Igedo-Geschäftsführerin. Und ja, ich habe mal geguckt, der neue Name, Gallery Shoes and Fashion Industrial Showroom. Ist ein ziemlich langer Name. Was heißt das genau? Zuerst mal heißt das, liebe Claudia, erstmal hallo und vielen Dank, dass wir uns hier so schön unterhalten können. Zuerst mal heißt es, dass wir dieses Mal keine Messe machen, weil wir einfach auch gar keine Messe machen dürfen. Das kann ich nur mal wieder betonen. Und dann haben wir ja auch die Möglichkeit, den Großhandel zu bewegen, zu uns zu kommen. Und so ist eigentlich dann das Wort Showroom entstanden. Und warum Industrial? Weil wir uns einfach in dieser Industriekulisse befinden. Was ja auch ein besonderer Charme ist. Vielleicht nochmal zum Datum vom 18. bis 20. April, also am Sonntag geht es los. Um wie viel Uhr? 9.30 Uhr. Um 9.30 Uhr. Und ja, wie viele Aussteller und wie viele Kollektionen werden denn zu sehen sein? Also ich spreche jetzt bei diesem Sonderformat, Sonderedition immer von Teilnehmern, weil wir haben jetzt wirklich eine Gewerbefläche, die wir anbieten für den Modegroßhandel. Wir haben zurzeit 150 Teilnehmer und können ca. 350 Kollektionen vermelden. Aus welchen Bereichen? Die Hauptbereiche sind natürlich Schuhe. Wir haben ja jetzt dieses Wortspiel Gallery Shoes und Fashion. Ja. Umgekehrt machen wir vorher immer die Gallery Fashion und Shoes. Und Schuhe sind wieder aus den Bereichen, wie wir es kennen, Contemporary, Urban, Kids. Natürlich die Premium Zone, das haben wir mit drin. Und wir haben auch ein ganz nettes Portfolio vom Fashion dabei. Ja. Was mich auch noch interessiert, und ich denke viele andere auch, geht es da nur oder in erster Linie um die Herbst-Wintersaison 21-22, da werden ja noch so die Sahnehäubchen gesucht für die Order. Oder gibt es auch diese Pronto-Mode, also Mode für sofort, vielleicht auch Accessoires, Bekleidung? Also wie wir alle wissen, mussten wir ja und haben ja den Termin verschoben, immer noch in der Hoffnung, wir können eine Messe machen. Und können wir keine Messe machen, trotzdem haben wir einen Termin bekommen, der ja schon für alle, wissen wir beide, ganz besonders spät ist. Ja. Aber eben die Sahnehäubchen können gefunden werden. Und wir haben den Teilnehmern immer wieder gesagt, bringt was mit, was zum Beispiel Pronto ist, bringt NOS-Kollektion mit oder bringt vielleicht schon so einen kleinen Lupenausschnitt für die ganz neuen Kollektionen mit. Super. Einfach mal so ein Preview, mal gucken, was kommt denn so, mal so durchs Schlüsselloch mal lunkern. Ich bin gespannt, was Sie mitbringen. Also die, die uns brauchen, kommen auch. Ja. Es hört sich auf jeden Fall sehr, sehr spannend an und vor allen Dingen eben, dass es sich auch lohnt. Und ich glaube, den meisten, die eben auch kommen, die haben auch genau Lust darauf, eben mal wieder was zu entdecken, mal wieder wirklich was anzufassen. Jetzt hast du ja eben schon so ein bisschen angedeutet, das Ganze eben ist tatsächlich keine Messe, sondern du sprichst ja so von Showroom, von Großhandel. Vielleicht kannst du noch mal so ein bisschen erklären, was ist denn dieses Mal anders? Weil wir alle lieben ja diesen Charme, dieser Böhlerhallen. Man hört auch unten werkeln alle schon, also wirklich so eine Spannung. Aber irgendwas ist einfach anders. Es ist anders, ja. Es ist natürlich eine andere Atmosphäre, weil wir haben in dieser Edition, es gibt keine Side-Events, wir können nicht großartige Rundgänge machen, es gibt kein Catering in den Hallen, wir müssen uns an genaue Verordnungen halten und vielleicht lese ich einmal einen Satz vor, den mir auch die Ämter nochmal ans Herz gelegt haben, damit man auch da draußen uns glaubt, dass wir nicht irgendwas einfach machen, sondern dass wir denen, die eine Fläche brauchen und nicht irgendwo in der Stadt in dem Showroom untertauchen wollen. Da kommt es nämlich ganz gut bei raus. Mit dem Industrial Showroom Konzept wurde ein neues Format geschaffen, das es dem Großhandel ermöglicht, die notwendigen geschäftlichen Tätigkeiten in einem besonders geschützten Rahmen durchzuführen. Das steht hinter dieser Festsetzung dieser Gewerbeverordnung, die wir dann auch erlaubt bekommen haben. Besonders geschützt heißt wahrscheinlich, da komme ich auch schon direkt zu meiner nächsten Frage, es hat ja sehr viel mit den Vorkehrungen, mit den Hygienemaßnahmen zu tun. Was habt ihr denn für Maßnahmen getroffen, für Vorkehrungen getroffen, dass diese Veranstaltung sicher und dennoch, das ist mir immer ganz wichtig, was man ja auch gewohnt ist, hier sehr inspirierend für alle ablaufen kann. Also gut, wir haben natürlich schon, ich sag mal, wir sind ja sehr geübt. Wir haben ja im März vor einem Jahr die letzte gemacht. Da haben wir begonnen, die ersten Desinfektionsspender aufzustellen. Wir haben die ersten Waschbecken vor die Türen gestellt. Wir haben gesagt, hier rollt etwas auf uns zu, wo wir aufpassen müssen. Im September dann bei der letzten Edition haben wir Lüftungsanlagen zusätzlich mitfinanziert in den Hallen. Wir haben spezielle Aufplanungsmodalitäten vorgenommen.
Jetzt sind wir nochmal einen Schritt weiter gegangen. Wir haben ein Testzentrum auf dem Gelände, was seit einem Jahr hervorragend funktioniert, was jetzt unseren Kunden zur Verfügung gestellt wird, wo auch mein Team, und das möchte ich ja auch betonen, wird jeden Tag durchgetestet, damit auch wir immer gut in die Hallen kommen. Wir müssen alle, wir können nicht mehr unsere schönen, wie von September, Stoffmasken tragen, die immer passend zum Outfit waren. Jetzt müssen wir halt unsere FFP2-Masken oder die OP-Masken tragen. Und sind nochmal in die Hygieneauflagen reingegangen, weil wir auch in dieser Verordnung auch arbeitsschutzrechtlich nochmal anders uns aufstellen müssen, weil wir eben jetzt ein Großmarkt sind und eben keine Messe. Ja, und so haben wir das jetzt, dann haben wir die Stände jetzt nochmal auseinandergezogen, dass auch es wirklich einzelne Showroom-Flächen sind. Ja. Sie stehen nochmal 1,50 Meter voneinander entfernt. Wie viele Hallen sind es denn? Drei. Drei Hallen, doch. Sieht gut an, da gibt es noch einiges zu sehen. Ja. Ja, und wenn ich jetzt Besucher bin, was ich auf jeden Fall sein werde, ich freue mich auch schon drauf, welche Vorbereitung muss ich denn treffen? Im Vorfeld und natürlich dann auch vor Ort. Ich glaube, das ist wie im täglichen Leben. Man muss sich einfach, wenn man sich entscheidet, etwas zu besuchen, würde ich immer, und das lege ich jedem ans Herz, ich würde mich testen lassen, um auch für meine eigene Sicherheit, und ich bin auch so, dass ich mich immer um die Sicherheit der anderen kümmere, also sollte man dann auch so ein Showroom-Edition auch so besuchen. Wenn man aus dem Ausland kommt, muss man sich schon im Land erkundigen. Okay. Es wird oft, werden wir immer gefragt, ne, was muss ich denn machen? Natürlich haben wir auch RKI-Beschlüsse, wir haben auch das Außenministerium. Wir sind da bei allen immer sehr nah dran. Man kann sich über unsere Website erkundigen. Es gibt Länder, die nur mit dem PCR-Test gut reinkommen und die auch dann mit dem PCR-Test, der bei uns vor Ort gemacht werden kann, wieder ausreisen können. Ich weiß, bei Niederlande, die gelten dann als Pendler, die zu uns kommen. Ne? Die können dann im Auto für einen Tag eben nur kommen, ganz genau, weil übernachten will auch nicht jeder. Ja. Ich möchte eigentlich jedem auch mal diese Angst nehmen, die man nicht haben muss. Denn ich finde immer der Vergleich, ich gehe jeden Tag in einen Supermarkt. Keiner im Supermarkt denkt drüber nach, muss ich mich hier mal auflisten. Wir müssen eine Infektionskette aufrechterhalten und die habe ich so durch und durch aufrechterhalten, weil unsere Besucher müssen sich registrieren online. Sie müssen jetzt auch neu eine Firma angeben, die sie wirklich auch besuchen. Ja. Das muss nachvollzogen werden. Und das ist auch Inhalt eines Showroom-Konzeptes. Du musst auf Termin kommen. Und du musst den Termin machen mit der Firma. Der Aussteller kann seine Kunden einladen oder der Kunde sagt, in der Brandlist finde ich eine Firma, die mich interessiert. Ja. Wenn der Kunde dann in der Halle ist, wird er von mir, nach dem Motto Big Brother is watching you, wird ja beobachtet. Und die Hallen werden nie an ihre Grenzen kommen, weil wir immer sagen können, jetzt ist grün, dann wird es rot und ich sehe es sekündlich auf meinem Handy, wie viele Menschen bewegen sich zu welcher Zeit auf welcher Fläche. Und dann können wir sofort dazwischen gehen, etwas auseinander. Hört sich ja fast schon auf James Bond. Es ist so. Es geht in die Richtung, würde ich sagen. Ja, ja, und vielleicht noch eine Frage. Wenn ich mich also testen lassen möchte, mache ich das auch im Vorfeld? Dann mache ich einen Termin aus oder komme ich einfach erstmal hier hingefahren und prüfe dann, wann was frei ist? Ja, also normalerweise geht es über einen Termin. Das ist im 2-Minuten-Takt. Das Testzentrum öffnet um 8 Uhr bis abends. Also es ist wirklich 8 Uhr 2, 8 Uhr 4 etc. Perfekt. Natürlich ist es ein Testzentrum, was öffentlich ist, wo auch, sage ich mal, Meerbuscher und Neusser hinfahren. Genau. Also man sollte sich im Vorfeld einen Test machen und dann kann man, auch so bei uns die Hallen betreten, aber ich lege es jedem ans Herz, es zu tun. Und der Link, den bekommt jeder Besucher von uns automatisch zugeschickt über Newsletter oder wenn er sich angemeldet hat. Ja. Hört sich einfach an und ist ja auch gleichzeitig noch nützlich, nebenbei bemerkt. Was mich auch noch interessiert, du hast eben gesagt, es gibt ja keine Side-Events, also in der Präsenzveranstaltung zumindest nicht. Ist denn die Gallery Shoes auch virtuell erlebbar und gibt es da vielleicht die Möglichkeit, zum Beispiel Vorträge oder irgendwelche anderen Events, dass man da teilnehmen kann, auch wenn man es jetzt leider vielleicht doch nicht schafft zu kommen, was wir nicht hoffen. Also wir haben ja die Galerie Fashion und Shoes im Januar haben wir bereits weil wir die damals absagen mussten, da gab es die Chance noch nicht, haben wir sie digital durchgeführt und dieses digitale Format ist eigentlich unsere digitale Brandbox bei der Shoes und Fashion. Also jedes, wie man normalerweise unsere Brandbox kennt, wird der Aussteller jetzt auch mit einem Login gebeten, eine Art Stand auch ein bisschen schöner zu präsentieren, sein Logo zu zeigen, vielleicht auch noch ein Lookbook, sodass ich wirklich als Besucher, wenn ich nicht einreisen will, kann, wie auch immer, kann ich mit dem Login da rein. Und wie du schon sagst, dieser Konferenzraum, da werden wir halt 3-4 Vorträge jeden Tag ablaufen lassen. Das ist ein Trend,
Trendthemen, Seasons Best, wie auch immer. Es gibt ein Roundtable, der dort gezeigt wird, der jetzt aufgenommen wird. Zumindest gibt es da auch ein bisschen Information noch. Das ist gut. Also ein bisschen Rahmenprogramm haben wir schon. Mhm. Ja. Also ich denke, es lohnt sich natürlich sowieso in jedem Fall persönlich zu kommen, aber so habe ich dann doch auch die Möglichkeit, mich noch zusätzlich unbedingt zu informieren. Ja. Ja. Gibt es denn, wenn du jetzt so, ja, du guckst ja wahrscheinlich auch mit Spannung dahin, die Aufregung ist sicherlich auch da, gibt es für dich einen ganz persönlichen Wunsch, wo du sagst, hey, wäre toll, wenn es so wäre? Also es wäre toll, wenn die Händler sich wirklich auf den Weg machen. Ich weiß, dass es weniger sein werden, aber es wäre toll, dass die uns brauchen, dass sie sich auf den Weg machen, dass sie ohne Furcht und ohne Angst kommen, auch in diesen Zeiten, dass sie das Erlebnis vielleicht haben, den Wunsch habe ich, wie ich es im August erlebt habe, dass ich niemals damit gerechnet habe, dass wirklich die Menschen auch kommen. Mhm. Ich würde mir wünschen, dass man wieder so ein kleines Aha-Erlebnis hat und dass auch die Kunden, die da ab Sonntag stehen, eine Fläche haben, dass sie auch besucht werden. Das ist wirklich mein Wunsch. Und dann natürlich, dass wir in der nächsten Saison wirklich auch mal wieder, vielleicht auch mal wieder ein Get-Together feiern können, dass man miteinander redet und ein Glas Wein zusammen trinkt. Aber die Geduld müssen wir jetzt noch haben. Die haben wir auf jeden Fall. Also ich weiß ganz genau schon jetzt, dass sich viele Händler auf den Weg machen werden. Ich habe nämlich auch schon im Vorfeld mit einigen gesprochen, die sich auch richtig darauf freuen, eben genau das zu tun, was du sagst, mal wieder einen Schuh in die Hand nehmen, eine Tasche auszuprobieren oder vielleicht auch noch nach Highlights zu schauen für die Sortimente. Und ich kann nur sagen, ich freue mich darauf, jetzt gucke ich nochmal auf das Wort, ich freue mich auf die Gallery Shoes und Fashion Industrial Showroom in den Böhlerhallen, die am 18. April, also jetzt am Sonntag, an den Start geht. Ja, und mit mir darfst du auf jeden Fall rechnen. Ich freue mich. Ja, und ich denke mal mit vielen anderen auch. Vielen Dank für das interessante Gespräch. Dankeschön.